Ja, hallihallo und herzlich willkommen wieder zu einem kleinen C++-Tutorial. Und wie im letzten Teil schon angekündigt, geht es heute mal um Namespaces, die wir hier ja schon fleißig nutzen, aber eigentlich noch gar nicht so ganz genau wissen, was das eigentlich ist. Ja, nun, ich würde sagen, am ehesten werden wir es wohl merken, wenn wir das einfach mal löschen. So, auch ganz kurz, ich habe hier einfach noch das Beispiel vom letzten Mal. Da werden wir auch noch ein bisschen weiter dran arbeiten, damit ich da noch ein paar weitere Sachen zeigen kann. So, löschen wir die Zeile mal und schauen mal, ob es jetzt geht. Moment, die Zeile müssen wir auch noch löschen. Warum, werden wir gleich sehen. Ich war gerade ganz kurz verwirrt. So, jetzt haben wir nämlich hier schon den Fehler. So, nun, warum kommt das zustande? Nun ja, das Cout hier ist in einem sogenannten Namespace, wie man sich das schon fast denken könnte. Und wir können genau stattdessen auch so schreiben. Denn dieser Namespace heißt STD, also für Standard, weil es der Standard C++ Namespace ist, also für die Standard C++ Funktionen, die von C++ quasi angeboten werden. Und den müssen wir eben nutzen, um auf diese Funktion zuzugreifen. Warum gibt es aber überhaupt Namespaces? Das ist eigentlich auf ein kleines Problem zurückzuführen. Und zwar muss man sich vorstellen, man hat jetzt nicht nur sein eigenes Programm, sondern auch noch einige andere Software, die man quasi mit einbindet. Also sogenannte Bibliotheken. Und in den Bibliotheken gibt es zum Beispiel, sagen wir, wir haben eine Bibliothek. Da gibt es einen Int, der heißt x und der hat den Wert 1. So, und jetzt hat es noch ein anderes Programm oder unser Programm, ist eigentlich egal. Hat jetzt auch noch ebenfalls eine Variable, die x heißt. So, und wenn wir jetzt darauf zugreifen, also man muss sich jetzt das vorstellen, das sind quasi zwei unabhängige Dateien quasi, die von uns aber beide inkludiert werden und deswegen beide in unserem Projekt vorhanden sind. So, jetzt wollen wir natürlich mal x ausgeben. X. So. Und was da passiert, kann man sich wahrscheinlich schon fast denken. Ja, er kann sich einfach nicht ganz entscheiden, welches er nutzen soll. Hier beschwert er sich natürlich einerseits auch schon mal, dass es hier x schon gibt. Das ist aber in der Bibliothek nicht der Fall, weil die weiß ja nicht, dass die andere Bibliothek auch eingebunden wird. Ist jetzt ein bisschen vorausgegriffen, weil wir ja Bibliotheken noch gar nicht hatten. Aber man muss sich das einfach wie, ja, eine Art extra Programm vorstellen oder eine extra oder ja, Code, der extra Funktionen und so weiter anbietet für uns. Genau. So, wir haben allerdings eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Und dafür haben wir natürlich die Namespaces. So, und jetzt erstellen wir einfach mal einen Namespace. Den nenne ich jetzt einfach mal First. Das ist jetzt quasi unsere erste Bibliothek, unsere erste andere Datei. Und hier wird das folgende. Hier haben wir das int x ist gleich 1. So, wenn wir jetzt darauf zugreifen, sollten wir eigentlich gar keinen Fehler mehr haben. Ich bin gerade etwas verwirrt, warum wir noch einen haben. Moment. Ah ja, hier, das wird auch noch nicht kompiliert. Hier müssen wir nämlich ebenfalls noch Standard hinzufügen in der anderen Datei, weil wir das ja hier rausgelöscht haben. Naja, okay. Also, hatte nichts hiermit zu tun. Das läuft ganz normal durch. So, wir können es auch ausführen. Da sehen wir, dass die 2 genommen wird, weil das ja ist dann in einem eigenen Namespace. Wenn wir jetzt auf die zugreifen wollten, würden wir einfach schreiben first, also der Name von dem Namespace, und dann 2 Doppelpunkte und dann die Variablen, der Variablenname. Und dadurch weiß der PC quasi, wenn er das Programm erstellen soll, auch wieder, was da, naja, welche Variable gemeint ist. Genau. Das zeigt einen Vorteil, den man unbedingt beachten sollte. Das heißt, wenn man eine Bibliothek schreibt oder ähnliches, dazu werden wir, wie gesagt, auch mal anders noch kommen. Dauert allerdings noch ein bisschen, davor werden wir noch einige andere Sachen lernen. Sollte man auf jeden Fall einen Namespace erstellen. Wir können hier natürlich das Ganze auch nochmal in einen eigenen Namespace machen, die andere x. Dann könnten wir jetzt hier in unserem Hauptprogramm nochmal eine Variable namens x erstellen. Man muss es aber auch nicht übertreiben. Wie gesagt, so wird es vermutlich eher seltener in eurem Code dastehen, sowas. Denn wie gesagt, das ist eher dann, wenn der Code auf viele Projekte verteilt ist und so weiter.
dass man das braucht. Es gibt auch eine weitere Möglichkeit, die man machen kann. Und zwar, man nimmt, oder man kann die Namespaces ja, kaskadieren, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir haben hier einfach mal ein Namespace foo und dann noch Namespace bar. So, und die brauchen auch immer wieder schließende Klammern. So. Und dann können wir hier drin zum Beispiel auch eine Variable machen, zum Beispiel y. Wenn wir jetzt darauf zugreifen wollen, das heißt, wir wollen das ausgeben, machen wir foo, Doppelpunkt, Doppelpunkt, bar, Doppelpunkt, Doppelpunkt, y und dann wieder unser endline. So, dann können wir das nochmal ausführen und warum haben wir jetzt schon wieder ein Problem? Also manchmal weiß ich auch nicht so recht, was es soll. So, also aus ominösen Gründen funktioniert es jetzt. Ich weiß auch nicht genau, was da gerade los war. Ich habe eigentlich nicht wirklich was geändert, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Okay, war also eigentlich nichts falsch an dem, was wir geschrieben haben. War nur hier irgendwie, naja, es gibt manchmal Dinge, die muss man gar nicht verstehen. So, Magie nennt sich das. In diesem Fall allerdings nicht zugunsten von uns, sondern eher gegen uns. Kommt leider auch des Öfteren mal vor. So, das heißt, wenn wir hier in irgendwelche Dateien was schreiben, macht es Sinn, einen Namespace zu verwenden für diese Dateien bzw. für unser Projekt. Das heißt, auch für so ein kleines Projekt macht es durchaus schon Sinn, einen Namespace anzulegen. Allerdings darf diese int main nicht ohne weiteres in einem Namespace drinstehen. Das heißt, die lasst am besten noch draußen aus einem Namespace und alles andere macht ihr dann rein in einen Namespace. Das heißt, wir können hier beispielsweise in der Datei auch mal einen Namespace erstellen. In der Header-Datei erstmal. So, machen wir mal so. Noch schön einrücken, damit es gut aussieht. So, das sollte erstmal passen. Jetzt ist natürlich die Frage, man kann sich schon denken, so kann diese Datei auch nicht bleiben. Denn wir haben zwei Möglichkeiten, die wir machen können. Entweder wir tun ja auch überall Version jetzt davor schreiben, das heißt überall so machen. Das heißt, dadurch ist die Funktion jetzt hier in dem Namespace Version, das heißt, das hier ist automatisch auch in dem Namespace, deswegen wird es bei uns nicht mehr unterstrichen. Allerdings hat das den Nachteil, dass hier müssen wir natürlich auch noch was bearbeiten. Jetzt habe ich die Datei geschlossen. Ach, das läuft jetzt schon mal super hier. So. Dass wenn wir andere Funktionen hier noch nehmen, wir müssen halt immer dieses Version hinzuschreiben. Und in dem Fall, dass es die CPP-Datei ist, die direkt dazu gehört, kann man auch einfach hier ebenfalls das zu unserem Namespace quasi dazugehörend machen, indem wir hier einfach das nochmal kapseln. So, das heißt, hier müssen wir eigentlich sogar das hier jetzt wegmachen. Und dann müsste es immer noch gehen, außer dass wir hier natürlich das noch nicht einfach darauf zugreifen können. Das heißt, wir müssen hier ebenfalls Version Doppelpunkt Doppelpunkt davor schreiben. Und dann sollte es gehen und ausgeführt werden. Und wir haben hier unsere Programmversion, die ausgegeben wird. So, das soll es eigentlich erstmal dazu sein. Hier war irgendwie leer. So. Das heißt, wir können das hier schön in Namespace kapseln. Man muss das halt dann in jeder Datei am Anfang immer hinschreiben. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber es lohnt sich dafür hinterher, weil ansonsten kann es, wenn man Pech hat, zu wirklich blöden Fehlern kommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten bisher immer das Using Namespace Standard. An dieser Stelle sei einmal dazu gesagt, dass das eigentlich ein Befehl ist, den man vermeiden sollte. In einer CPP-Datei ist es okay, weil die wird von keiner anderen Datei inkludiert. Aber wenn in einer H-Datei sollte man eigentlich nie Using Namespace Standard oder sonst Namespace schreiben, also auch nicht Using Namespace Version oder sonst was, weil das sonst von denen die Datei inkludieren, zum Beispiel der hier, würde auch alles zum Standard Namespace gehören und das würde dann sehr schnell sehr verwirrend werden. Da jede Datei, die es inkludiert, automatisch auch den Standard-Namespace nutzt oder auch ein anderer Namespace, wenn dann in der Datei ein anderer Namespace steht und dann gibt es auch wieder ganz schnell Namenskonflikte und so weiter, was auf jeden Fall vermieden werden sollte. Also
Am besten keinen Using Namespace Standard nutzen. Was macht Using Namespace Standard? Im Prinzip macht es nichts anderes, als dass ab jetzt alles zu dem Namespace oder aus dem anderen Namespace quasi hier mit drin ist. Das heißt, wir könnten uns dieses Standard Doppelpunkt Doppelpunkt davor sparen. Bisher hatten wir das ja auch noch nie. Ab jetzt werde ich das aber immer nutzen, eben weil das Using Namespace Standard am besten immer vermieden werden sollte. Genau, weil es einfach, wenn wir das hier hinschreiben, würde das sowohl hier drin zählen als auch hier drin. Und wenn wir dann eine andere Bibliothek haben, die zum Beispiel auch den Befehl cout hat, oder wenn wir den selbst doch implementieren, dann kommt man sofort durcheinander. Das ist zwar anfangs ein bisschen mehr Schreibarbeit, allerdings hat das auch noch einen Vorteil, speziell wenn man eine IDE wie hier nutzt, was man generell tun sollte. Und zwar kann man einfach den Namespace schreiben, zwei Doppelpunkte, und dann schlägt einem eigentlich schon alles vor, was in einem Namespace drin ist. Ja, im Standard-Namespace sehr viel, wie ihr seht. Wenn wir aber einen eigenen Namespace haben, dann ist es gegebenenfalls viel übersichtlicher und wir sehen sofort, was der Namespace alles anbietet. Und ja, das kann auch sehr praktisch sein, sich über irgendwas Überblick zu verschaffen, was das alles anbietet an Funktionen und Variablen. Genau. Also, dass das Using Namespace am besten nicht genutzt werden sollte, habe ich schon gesagt. Dann haben wir gesehen, wie wir hier eigene Namespaces erstellen können. Ah, eine Sache noch. Und zwar können wir das Using Namespace, einerseits in der CPP-Datei kann man das relativ sicher verwenden, dadurch, dass die nicht inkludiert wird, können zumindest andere Dateien keine Probleme bekommen dadurch. Allerdings ist es immer noch etwas schwierig, weil immer noch, also wenn jetzt zum Beispiel eine Bibliothek oder ähnliches geupdatet wird, könnten auch neue Funktionen hinzukommen, die dann andere überschreiben, und dann hätten wir auch schon ein Problem mit den Namespaces. Ja, also Using Namespace sollte man bestmöglich vermeiden. Was allerdings meines Erachtens noch okay ist, ist, wenn man das hier einfach in der Funktion schreibt, dass man einfach in dieser kompletten Funktion das Standard weglassen kann. Das heißt, wenn wir eine lange Funktion haben, die zum Beispiel sehr oft cout nutzt, dann können wir damit das etwas abkürzen. Aber, und das gilt auch wirklich nur für diese Funktion, wenn wir das in einer Funktion schreiben. Dennoch, am besten ist es, wenn man den Befehl einfach ganz lässt und die Namespaces einfach immer vorne dran schreibt. Ist ein bisschen mehr Schreibarbeit, aber man gewöhnt sich schnell dran, und man sollte die Namespace-Namen auch möglichst kurz halten. Das heißt, am besten Abkürzungen oder so, dass man auch nicht zu viel schreiben muss. Ich meine, bei STD hält sich der Schreibaufwand wirklich in Grenzen. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder dazu. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, was ich noch erklären sollte. Wenn doch, schreib einfach in die Kommentare. Dann werde ich da versuchen, das noch irgendwie nachzuliefern. Ja, ansonsten wäre es das eigentlich für diesen Teil. Schauen wir mal, was im nächsten Teil kommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Ciao.